So, meine Lieben, das ganze Zinnober ist vorbei. Ich bin da jetzt raus. Ich habe mich jetzt von da vorne vom Strandzugang hierher geschleppt. An diese Stelle kommt gleich ein Taxi und bringt mich zu meinem Campingplatz. Ich hätte nämlich jetzt absolut keine Lust mehr, da irgendwie noch hinzulaufen. Und damit herzlich willkommen zum Aftermarsch-Video. Wir werden uns vielleicht auf dem Campingplatz gleich nochmal wiedersehen. Da passiert erstmal nicht viel. Wahrscheinlich werde ich mir nur mein Finisher-Getränk öffnen und dann erstmal ein, zwei Stunden die Augen zumachen. Wenn ich dann wieder erwacht bin, dann gucken wir mal. Es gibt bestimmt noch ein kleines Resümee, ein kleines Fazit, wenn ich mir mein Essen mache, weil üblicherweise kriege ich, wenn ich dann aufwache, einen enormen Hunger. Gegessen habe ich das letzte Mal etwas an VP3 bei 50 Kilometer. Seither nur noch Cola, Kaffee und ein paar Gummibärchen. Aber mehr wollte ich. Naja, wie es halt so ist, ne? Bei den Anstrengungen. Okay, also dann würde ich sagen, bis gleich. So, Freunde, ich habe es in den Bus geschafft. Ich habe mein Kaltgetränk getrunken, habe noch schön draußen in der Sonne gehockt, noch ein paar Nachrichten beantwortet, Glückwünsche und so. Und mir sind dabei schon fast die Augen zugefallen. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch ein kleines YouTube-Video an oder so. Und dann wird mir wahrscheinlich schon währenddessen die Augen zufallen. Ich stelle mir aber sicherheitshalber einen Wecker, falls ich wirklich wegknacke, dass ich nicht mitten in der Nacht aufwache und topfit bin, sondern mal so zwei, drei Stündchen jetzt. Und dann gucken wir mal, dass wir den restlichen Tag irgendwie noch rumbringen und dann irgendwie heute Nacht ins Bettchen kommen, weil morgen müssen wir wieder knapp 900 Kilometer heimfahren. Gut, also jetzt erstmal versuchen wir ein bisschen zu schlafen und dann sehen wir uns nachher wieder. Für euch wird das ja ziemlich gleich sein. Ne? Gute Nacht. So, meine Lieben, zurück aus meinen kurzen 2 Stunden Mittagsruhe wurden dann eher 4. Ich habe den Wecker nicht gehört, ich habe gar nichts gehört. War sowas von brotfertig. Ja, jetzt erstmal noch eine Runde frisch gemacht, weil das ging nämlich da nicht, leider, weil die Duschen hier zwischen 11 und 14 Uhr gesperrt sind. Und wann kam ich an? Kurz nach 11 Uhr. Gut. Also, nur Katzenwäsche und dann jetzt heute Abend nochmal ordentlich geduscht. Frisch dran und dann wird es mal Zeit, sich was zu essen zu machen. Ich habe einen Hunger. Unglaublich. Gut. Der Marsch selber als Spezialmarsch hat seinen Namen wirklich verdient, muss man ganz klar sagen. Von der Strecke her ist es deswegen eine Herausforderung. Einmal, weil sie doch Großzeit im Dunkeln stattfindet. Es wird halt, naja, 6:30 Dämmerung, 7, 7:30 ist dunkel. Heißt also, ein Großteil der Zeit läuft man in der Nacht. Die 5 Stunden, die wir im Hellen gelaufen sind, die waren super. Richtig schöne Gegend, viel Meer, tolle Ausblicke. Sonnenuntergang blieb uns leider verwehrt aufgrund der Wolken und der beiden Regenschauer, die wir dabei hatten. Und dafür war aber umso schöner, als wir dann heute Morgen aufgehende Sonne hatten, blauer Himmel. Da konnten wir nochmal richtig genießen, aber das habt ihr ja im Video mittlerweile gesehen. Dazu kommen aber auch Streckenabschnitte, die sind echt giftig. Ihr habt es im Video gesehen. Einmal die Streckenabschnitte im Sand, dann die Streckenabschnitte über diese Wellenbrecher. Dann sind wir ja auch noch über diese Düne. Ich glaube, das habe ich gar nicht filmen können, weil da war es ja schon echt dunkel. Aber da gab es einen Streckenabschnitt. Da ist man über einen Damm gelaufen und diese Straße, die da am Damm lang führt, die ist genauso schräg wie der Damm. Dementsprechend wie die Bergziegen mit einem kurzen und einem langen Bein war man gezwungen, über mehrere Kilometer zu laufen. Das fand ich echt giftig. Zwischenzeitlich haben uns ja nochmal 2 ordentliche Regenschauer erwischt. Der eine hat uns so richtig nass gemacht. Und kaum waren wir beim Versorgungspunkt und haben unsere Socken gewechselt, kam der nächste Regenschauer. Super.
Dementsprechend habe ich natürlich satt Blasen an den Füßen. Also ich werde die nächsten Tage noch ein bisschen komisch laufen. Aber ansonsten war das eine Motivationsherausforderung, aufgrund dessen, dass halt viele Strecken so ewig gerade waren. Und wie das immer so ist bei geraden Strecken, da hat man das Gefühl, man kommt überhaupt nicht vorwärts, man tritt auf der Stelle. Unglaublich. Soweit mal als kurzer Abriss zur Strecke selbst. Was hier halt besonders ist, das macht es natürlich vom Loskommen her auch gar nicht mal so einfach, ist es Massenstart. Insgesamt waren es wohl 551 Teilnehmer. Davon sind alle gleichzeitig gestartet. Wir waren ziemlich hinten dran, weil wir auf der Tribüne ziemlich oben standen und damit erstmal warten mussten, bis alle raus sind. Die ersten Wege waren relativ eng, also mit Überholen oder so war da auch nicht wirklich was. Also sind wir eine ganze Weile hinterher getrottet mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von so um die 4,5 km/h, wenn es überhaupt so viel war. Was ja auch nicht tragisch ist, weil es ja eine Wanderveranstaltung, kein Wettbewerb. Dennoch möchte man gern sein Tempo gehen, ihr kennt das. Irgendwann zog sich das aber ganz gut auseinander und man hatte die Möglichkeit, sein Tempo zu laufen. Das haben wir auch ganz gut gemacht. Grüße gehen hierbei raus an den Boris von Boris Outdoor und den Martin von Unterwegs mit Martin. Die beiden Kanäle verlinke ich euch unten unter der Videobeschreibung. Habe ich, glaube ich, beim anderen Video auch schon gemacht. Ne? Da guckt gerne mal vorbei. Die haben auch beide ein Video gemacht und werden ganz hervorragend vielleicht auch noch mal aus ganz anderen Perspektiven zeigen, was ich aufgenommen habe. Ja, irgendwann gegen 1, 2 Uhr nachts bin ich dann ein bisschen eingebrochen, weil einfach Blasen und Konditionen mal kurz weg waren. Bei Kilometer 70 habe ich echt überlegt, ob ich mir ein Taxi rufe. Habe dann aber nach einer ausgiebigen Pause gesagt, nix da. Wer so weit gelaufen ist, der läuft auch fertig. Und bin weitergegangen. Die anderen beiden sind natürlich schon losgegangen, sind am Ende auch eine Stunde vor mir im Ziel angekommen. Wenn es überhaupt so wenig war, vielleicht auch mehr. Aber auch das Alleinlaufen hat seine Vorteile. Man hat Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen. Und man trifft ja immer wieder zwischendurch auch andere Menschen, mit denen man mal kurz ein Wörtchen wechseln kann. Zum Ende hin habe ich gesehen, waren einige wirklich schon an der Grenze ihrer Belastung. Das war echt, boah. Ich glaube, für einen oder anderen noch mehr eine Herausforderung, als für mich allein eh schon war. So, Freunde, Essen ist fertig. Von daher werde ich jetzt erst einmal gucken, dass mein Hunger gestillt wird. Und dann geht's weiter. So, meine Lieben, da es draußen jetzt schon so langsam wieder zu wenig Licht für die Kamera wird, bin ich nach drinnen umgezogen. Außerdem ist mir kalt. Es ist zwar nicht kalt hier, weiß nicht wie viel, ich würde sagen, lass mal gucken. Da steht doch bestimmt, wie warm das ist hier. So. Ja, also wir haben eigentlich immer noch 13 Grad draußen, aber es weht ein frischer Wind und mir ist nach Märschen immer extrem kalt. Ich muss dann immer erst mal eine halbe Stunde eigentlich unter die Dusche, das dürfen wir dem Herrn Habeck gar nicht sagen, um mich richtig aufzuwärmen. Ne? Und dann ist trotzdem nicht ganz so gut wie sonst auch. Okay, aber wir wollten noch ein bisschen was zum Marsch sagen. Immer diese Handys hier, ja? Dass die immer so rumlärmen müssen. Okay, also. Was kann man zum Marsch sagen? Fangen wir an vorne. Der Check-in, den haben wir schon am Freitag Nachmittag Abend gemacht. Da war ja der Checkpoint sozusagen zwischen 16 und 19 Uhr schon offen. Hat alles super funktioniert, einwandfrei, wie immer. Kann man nur sagen, gut organisiert. Die Kandidaten, die erst am Samstag sich einchecken konnten, sind trotzdem zügig vorangekommen. Es hat nicht lange gedauert. Also auch da top Organisation. Erstmal war ein bisschen verwirrend, wo wird denn eigentlich der Start sein, weil es ist ja nicht so viel Platz auf dieser Strandpromenade bei dieser Muschel. Drinnen in der Muschel stand das Starttor, was man sonst so durchläuft. Da konnte man halt schön Bilder machen. Und der Start selber, der war dann aber so, dass ein Gruppenfoto auf den Rängen vor dieser Muschel gemacht wurde, dass da möglichst alle irgendwie Platz fanden. Habt ihr bestimmt auch schon gesehen, einfach eine geniale Stimmung, wenn da knapp 600 Leute am Brüllen sind. Ne? Hervorragend.
Dann haben wir den Start gehabt. Das war natürlich für uns wieder ein bisschen blöd, weil wir standen, wie gesagt, ganz oben und mussten erstmal abwarten. Ihr kennt das aus dem Kino oder aus dem Konzert oder aus dem Fußballspiel. Wenn man ganz oben steht und dann von links und rechts alles einströmt, dann dauert es ewig, bis man da runterkommt. Jo, ist so. Die ersten 5 Stunden im Licht waren natürlich hervorragend, mal abgesehen von dem Regen. Auf den hätte man verzichten können, eindeutig. Aber landschaftlich toll, auch abwechslungsreich von den Strecken her. Wirklich herausfordernd, denn wir sind natürlich einige Kilometer im weichen Sand gelaufen. Da hatten wir, glaube ich, schon noch Glück, dass es die Tage vorher mal geregnet hatte und der Sand so noch recht nass war. Wir damit also gar nicht so das Problem hatten, so sehr zu versinken. Unten, wo man sich denkt, naja, dann gehe ich halt runter da ans Wasser, da kann man ja viel besser laufen, da ist der Sand ganz weich, war anlandiges Wasser. Also war nicht viel mit weichem bzw. hartem Sand, auf dem man laufen konnte. Da wäre mir eher Gefahr gelaufen, dass einem die Schuhe überspült werden. Ja, dann haben wir eine Strecke dabei gehabt, die habt ihr gesehen. Das war so über diese Wellenbrechersteine. Das war schon ganz schön tricky. Also da muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Ich habe mich dann nicht so wirklich leicht getan, obwohl ich eigentlich ein ganz gutes Gleichgewicht hatte, aber es ging halt links ganz gut runter und es waren halt diese runden Steine, die, ja, da hat man einfach keinen Halt drauf, mit Sportschuhen schon gar nicht so richtig. Ne? Dann sind wir den Deich gelaufen zum, ich glaube, VP2 und das war interessant daher, weil man halt so klack, 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 wie auf einer Perlenkette aufgereiht die Teilnehmer gesehen hat. Aber manchmal auch natürlich ein bisschen deprimiert, wie viele da schon weiter vorne waren. Das hat man teilweise wirklich kilometerweit gesehen. In der Nacht kamen wir dann an eine Ecke, in der wir auf diesem Deich gelaufen sind, auf dieser Deichstraße, die so wirklich schräg abfallend war. Also es waren bestimmt wirklich zwischen beiden Füßen 10 cm Unterschied. Ich bin, also das hat mir wirklich Kräfte geräumt. Und was dann noch später, ich weiß gar nicht, später oder früher das Problem war, wir sind auch über Schafwiesen sozusagen gelaufen, weil dort wird ja nicht wirklich gemäht, sondern kommen Schafe drauf, die knabbern das Zeug weg. Aber die verlieren halt hinten auch eine ganze Menge. Und kurioserweise hatte ich das Gefühl, dass die nur auf der Straße ihr Geschäft verrichtet haben. Auf der Wiese habe ich sowas nicht großartig gesehen. Wir sind wirklich so kilometerlang durch Schafschiete gelaufen. Unglaublich. Das hat natürlich erst einmal gut gerochen. Und ich hatte das Gefühl, als wir beim nächsten VP waren, dass mein ganzer Schuh außenrum, auch die Sohle, was man sonst so kennt, den Dreck aus dem Wald, voll war mit Schafschiete. Jo, es gab, soweit ich mitgekriegt habe, auch den einen oder anderen, weil es war sehr rutschig dort, der sich da gelegt hat. Wenn man da auf so einen Fladen drauf tritt, oder auf so eine Wurst oder wie auch immer man das bezeichnet, dann kann das schon mal passieren, dass man wegrutscht. Das ist echt blöd. Da mussten manche Leute dann auch wahrscheinlich aussteigen nachher, wenn sie sich da irgendwie vertreten haben. Durch den Regen gab es auch einige Stellen in den Dünen oder in den anliegenden Waldstücken, die waren dadurch, dass da natürlich schon einige durch waren, sehr rutschig. Also selbst ich hätte es fast mehrmals geschafft, mich hinzulegen. Hui, also das war schon eine Hausnummer. Mir sind auch unterwegs eine Menge Leute begegnet, die sahen von den Kleidungen her so aus, als ob sie es nicht geschafft hätten, das Gleichgewicht zu halten und entsprechend hingefallen wären. Zum Glück von denen, die ich gesehen habe, hat sich keiner verletzt, konnten alle weiterlaufen. Aber es ist natürlich ein Risiko und gerade in der Dunkelheit nicht zu unterschätzen. Genauso wie Pfützen. Pfützen, 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 überall. Wir sind Wiesenwege gelaufen, Feldwege, Waldwege. Und überall waren enorme Mengen an Pfützen. Licht war unabdingbar, damit man was sehen konnte. Und genauso Abstand zum Vordermann halten, weil so schnell wie der irgendwie vielleicht mal links oder rechts ist, hätte man es selber gar nicht geschafft. Ich bin auch mehrmals in Pfützen getreten, hat mich super gefreut, weil ich ja eh schon nasse Füße hatte. Naja, so ist halt. Und irgendwann, ich glaube zum VP4, hatten wir einen solch mordslangen, ganz schnurgeraden Damm. Also das war echt übel. Also da die Motivation nicht zu verlieren, wenn es nur geradeaus geht, das war schon echt schwer.
Was man zu den VPs sagen kann, super, hat mich sehr gefreut, dass die innenliegend waren, weil sobald man stehen geblieben ist, war nicht kalt, aber mit der Nacht wurde der Himmel klarer, man schwitzt, man war teilweise vielleicht noch nass vom Regen und ehe man sich versieht, wenn man draußen steht, wird einem echt kalt. Also lange stehen bleiben ist dann gar nicht möglich. Allerdings natürlich ist so eine Location jeweils für 600 Leute in den meisten Fällen nicht ausgelegt. Ich glaube, der VP4 war so der einzige von der Größe her, wo so viele Leute wieder halt im Normalfall durchkommen, ausgereicht hätte. Dementsprechend voll war es, dementsprechend mit Rucksack noch drauf und so weiter muss man echt aufpassen, wenn man seine Tasse in der Hand hatte, dass die nicht gleich wieder leer ist. Sitzmöglichkeiten in den meisten eine Mangelware, lediglich bei VP4 waren ausreichend Sitzmöglichkeiten da und bei VP5 aufgrund der weniger Teilnehmer oder dass es sich dann halt schon noch weiter auseinandergezogen hatte, hat es auch gereicht. VP 1, 2 oder 3 habe ich insgesamt auf diesen ersten 70 Kilometern lediglich, also bis ich bei VP 4 ankam, vielleicht 5 Minuten gesessen. Einmal auf Klo und einmal zum Sockenwechseln. Mehr war nicht möglich, war kein Platz. Was wieder super war, war dann der Sonnenaufgang. Leider eben erst bei mir auf die letzten 90 Kilometer. Das war natürlich fantastisch, wie die Sonne über dem Meer und über den Dünen aufgeht. Dann zum Schluss, als wir kurz vor Ende der Strecke die Himmelsleiter zur Düne hoch sind, von oben ein hervorragender Ausblick auf der einen Seite über den Ort, der noch so halb im Nebel lag mit der aufgehenden Sonne und auf der anderen Seite das Meer, was schön glitzerte bei blauem Himmel. Fantastisch. Hatte leider da gar nicht so wirklich das Auge für, aber deswegen, insbesondere deswegen, habe ich das natürlich auch mit aufgenommen, ist in dem Marschvideo mit drin, aus dem einfachen Grunde, dass ich mich dann später noch, wenn ich etwas erholter bin, daran erfreuen kann. Ihr merkt schon, so vom Reden her ist manchmal gar nicht so einfach. Ich bin immer noch total platt. Ja, Schlafmangel, ganz klar. Jetzt so die 3, 4, 5 Stunden, auch wenn ich nicht so wirklich mitgekriegt habe, aber rumgewurschtelt, rumgewerkelt, hier und da zwickt mal was. Ja, so richtig ruhig schläft man natürlich auch nicht. Jetzt frisch geduscht, satt gemampft. Ich sitze im Warmen. Jetzt bin ich zufrieden. Alles bestens. Gut. Wenn ihr noch irgendeine Frage habt, vielleicht weil ihr selber mal teilnehmen möchtet oder weil ihr euch überhaupt für dieses Thema Marsch interessiert und da noch vor den Anfängen steht, dafür sind die Kommentare da. Nutzt die gerne. Stellt mir Fragen, wenn ich es beantworten kann, mache ich es gern. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann tut das. Ich würde nämlich ganz gerne, ich meine, es geht ja gut voran und wenn ich dann die 500 erreichen sollte, habe ich ja auch die Möglichkeit, über diese Kurznachrichtenfunktion zwischendurch mal mit euch in Kontakt zu treten. Damit habt ihr vielleicht schon mal so einen kleinen Überblick, was kommt denn so als nächstes oder wann kommt was, dass ihr nicht so gespannt warten müsst. Im Moment geht das ja noch nicht. Ja, und natürlich, wenn euch das Ganze gefallen hat, Daumen hoch, wäre klasse, wäre ich sehr dankbar dafür. Und jetzt würde ich sagen, werde ich mir erstmal hier noch ein bisschen den Laptop zu Gemüte führen, ein bisschen schon mal schnippeln, damit ihr bald was zu gucken habt. Irgendwann dann aber auch nur noch Füße hochlegen, vielleicht noch irgendwas gucken, irgendeine Serie oder einen Film und dann den Abend langsam ausklingen lassen. Herzlichen Dank auch nochmal an alle, die mir während des Marsches über WhatsApp, über Instagram, wo auch immer, mir Zuspruch gegeben haben, mich angefeuert haben und natürlich auch herzlichen Dank für die Glückwünsche, die mich zahlreich erreicht haben. Vielen lieben Dank. Auch auf dem Marsch habe ich wieder tolle Menschen kennengelernt, ganz klasse. Kann ich also nur empfehlen, nehmt mal an sowas teil. Muss ja nicht gleich der 100er sein, da reicht auch ein 30er beim Mammutmarsch oder ein 50er oder 55er oder 60er. So, je nachdem, wie fit ihr euch fühlt. Es ist einfach eine tolle Truppe, ganz klar. Eine Sache noch, und zwar das T-Shirt für den Megamarsch Sylt, finde ich, ist wirklich gut gelungen. Macht richtig was her. Ja, ich zeige euch das einfach mal so hier in die Kamera. Ja. Und auch die Medaille ist ein Unikat sozusagen, das so ganz fantastisch aussieht, oder?
Also im Vergleich zu den anderen, wo halt immer nur so Bäbeler drauf ist. Das Problem haben wir hier nicht. Das hier ist richtig schön gemacht. Also auch hier herzlichen Dank, Megamarsch. Das macht richtig was her an der Wand. Naja. An den Versorgungspunkten selbst, die Volunteers, die Ausstattung, die Versorgung mit Lebensmitteln, super. Immer ausreichend da. Ich habe diesmal nicht erlebt, dass irgendwann irgendwas gefehlt hätte. Also von daher, Top-Leistung, Leute, was ihr da auf die Beine stellt. Ich kann es nur immer wiederholen. Ich bin begeistert. Ganz großer Respekt und herzlichen, herzlichen Dank. Gut, damit würde ich sagen, beenden wir das Video an dieser Stelle. Und ja, wie immer, ihr wisst, wie es läuft. Ich bin raus. Ansonsten seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, einfach ja mal so im ja, super, genau so habe ich das gesagt.